Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Lemon Cake. Ich habe euch Lemon Cake ja vor einer ganzen Weile mal gezeigt. Ich glaube, das ist jetzt fast schon 2 Monate her. Also während meiner Kur habe ich das Ganze mal angefangen gehabt, euch zu zeigen, also vorher aufgenommen. Und in der Zwischenzeit kamen 2 Updates, die ich mir ganz gern anschauen möchte. Beziehungsweise habe ich mir fest vorgenommen, dieses Let's Play mal zu Ende zu bringen. Das heißt, ich möchte ganz gern bis zum Lemon Cake kommen. Das heißt, alle möglichen Skills freischalten, sodass wir da gucken können, wie endet das Spiel tatsächlich. So, wir nehmen natürlich Averia mit Tag 38 und setzen das Ganze fort. Ja, bereite deine Bäckerei für den Tag vor. Ihr seht es schon, es ist ein neuer Raum dazu gekommen und es ist ein neues Minigame dazu bekommen. Und jetzt muss ich mich aber tatsächlich erstmal reinfinden. Das heißt, wir haben einen Raum dazu gekriegt, wir können endlich schlafen gehen abends. Das ist ja mal voll süß. Ja, ein kleines bisschen chaotisch hier. Ich bin gespannt, ob man da im Laufe der Zeit mit dem Raum auch noch ein bisschen was anstellen kann. Ich würde sagen, hier geht's runter und hier sieht's ja wieder aus wie Sau. Also, nee, so geht's ja nun nicht. Oha, also, wir bringen uns mal auf den ganzen Stand der Geschichte hier, ne? Wir haben ja die Hühnchen freigeschaltet, wir haben die Blaubeeren freigeschaltet, die Erdbeeren haben wir, die Kirsche, den Kakaobaum haben wir freigeschaltet. Oben die Sprinkleranlage habe ich mir gegönnt. Die macht nämlich, dass ich nicht mehr gießen muss. Und das finde ich eine richtig tolle Sache. Ach so, und hier natürlich diese Bahn, um weiter runterzukommen, ne? Das ist auch klar. So, dann gucken wir doch mal. In der Küche sieht alles fast so aus wie immer. Ja, hier sind wir soweit. Oh Gott, stand dieses Regal dort auch schon immer? Okay. Ja, also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Tische. Ein Tisch für Gäste. Und ich denke mal, also wenn man sich den Skillbaum mal anschaut, und dann sieht man ja, dass man hier noch richtig was freischalten kann, sich das Leben noch deutlich erleichtern kann. Und man sieht aber auch, die Isa ist ja schön abgebrannt. Oh halt, da lag noch ein Mehlhäufchen. Wir sind ja in der Vorbereitung. Das heißt, ich habe jetzt gerade zumindest alle Zeit der Welt, level gerade so ein bisschen hier vor mich hin, ne? Bin bei Level 15. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir für Kirschkrapfen brauchen. Wahrscheinlich Kirschen. Warte mal, wir gehen nochmal zurück. Kirschen und Erdbeeren brauchen wir. Kirschen, Eier, Erdbeeren. Dann nehmen wir uns die Kirsche, packen die da rein. Die Erdbeere packen wir vielleicht auch hier rein. Bei den Hühnchen, die können wir ja mal sauber machen, denn das habe ich noch nicht freigeschaltet. Und solange die sauber sind, haben wir hier auch Eier. Schon wieder ein Mehlhäufchen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nein. Können wir das bitte mal wieder zurücklegen? Danke. Ich wollte eigentlich das Mehl haben. Dann brauche ich Zucker. Und da hat er nämlich von allein schon die Kirsche hier rausgeholt. Ne? Finde ich eine ganz, ganz klasse Sache. Ich könnte auch noch die beiden anderen Öfen freischalten. Werde ich sicherlich auch alles im Laufe der Zeit noch machen. Denn das ist mein erklärtes Ziel. Ich finde das Spiel mega toll. Oh, warte mal. Jetzt brauche ich nämlich auch noch einen Kakao. Oh, da habe ich mir aber eine sehr special Aufgabe gestellt. Warte mal, bevor das Ganze oben verbrennt, war doch das so, dass ich hier parken kann. Genau. Wunderbar mit diesem Fenster. Finde ich eine praktische Sache. Wenn nur nicht immer dieses Mehl wäre. Warte mal, dann nehmen wir mal den weitesten Weg. Schnappen uns hier die Erdbeere. Packen wir die natürlich auch hier in die Auslage rein. Aber selbstverfreilich. Oh Gott, hier sieht's aus. Ein Ei Benedikt würde ich ganz gern machen. Dafür brauchen wir Mehl und ein Ei. Ich bin schon wieder viel zu langsam, ne? Eieieiei. Brot würde ich tatsächlich hier parken. Und ja, da würde ich sagen, koche ich und backe ich das Ganze jetzt erstmal. Kochen ist ja hier nicht, aber backen.
und bereite mal unseren Laden so weit vor. Das parken wir hier. Und dann würde ich sagen, machen wir ruhig noch einen Kirschkrapfen. Dieben wir uns noch eine Kirsche von drüben. So, die können wir hier reinmachen. Hallo, das konnte hier noch rein. Und ein Mehl bräuchten wir. Dankeschön. Und dann kommt das in den Ofen. Und dann würde ich sagen, machen wir vielleicht dann noch ein Ei Benedikt, wa? Ich glaube, das könnte ganz nett sein. Jetzt muss ich die Hühnchen schon wieder putzen. Was ist denn bloß los mit den Hühnchen? Also es ist schon mit dem Sprenkler eine richtig tolle Sache. Das war auch sehr teuer, kann ich mich erinnern. Das sind Sachen, also den Spielstand habe ich tatsächlich vor meiner Kur, also Mitte März, tatsächlich das letzte Mal angefasst. Das heißt, ich fuchse mich jetzt hier mit euch gemeinsam erstmal wieder rein in das ganze System. Und ja, genau, der Sprenkler, das war so das Halleluja-Effekt. Und ich glaube, genauso toll wird das dann auch mit den Hühnchen werden. So, dann warten wir das noch ab. Brot könnten wir allerdings schon mal vorbereiten. Das können wir ja da reinmachen. Na, dann können wir wenigstens so was Kleines, Schnelles noch auf Vorrat machen. Warte mal. Nur das ist dann schon der letzte Teller. Ja, dann machen wir das Brot und vielleicht noch eine Erdbeere, wa? So ein Brot können wir in den Ofen packen. Und dann basteln wir uns noch so eine Erdbeere mit Schokolade. Moment, das machen wir jetzt mal so. Wir verballern dafür jetzt mal nicht. Ja, warte. Huch, das war knapp. Wir verballern dafür jetzt mal nicht die Wagen. Holen wir uns noch die Kirsche. Ach, Quatsch. Ne, warte, pass auf, dann mach mal so. Und vielleicht gleich noch ein Kakao dahinter. Und die Erdbeere nehmen wir uns mit, weil den brauchen wir. Oder die brauchen wir. Den brauchen wir. Hui, so weit ist es schon. Sehr gut, das heißt, die Erdbeere können wir hier auf unseren Tisch parken. Ja, haben wir extra dafür geholt. Und dann geht's los. Dann verfällt sie gleich in Panik. Könnt ihr glauben. Öffnen wir mal. Da ist der Laden offen. Es kann losgehen, liebe Leute. Yay. Warte mal, hier ist gar kein Holz im Ofen. Moment, das können wir doch schon mal nachpacken. Und dann machen wir unsere Hühnchen gleich noch sauber. Desto länger die sauber sind, umso besser. Stimmt, mit der Umschalttaste kann man schneller laufen. So, junge Dame, Sie wünschen bitte. Wir haben quasi ein frisches Brot im Angebot. Ja, genau. Passen Sie auf, dieses hier. Gerade eben sehr frisch zubereitet. Dann machen wir doch glatt mal neues. Ja, besser ist. Und dann können wir schon wieder gucken, dass wir da oben neue Sachen vorbereiten. So, die nächste Bestellung geht auch schon ein. Und ich glaube, ich habe da unten auch schon wieder was verkauft gehabt. Jetzt warten wir mal. Ob die hier... Du möchtest auch ein Brot? Na, das ist doch kein Problem. Warten Sie, ich räume gleich den Tisch für Sie ab, junge Dame. So, bitteschön, da können Sie doch gerne Platz nehmen. Machen wir noch ein Brot. Brot scheint doch hier so ein bisschen der Hit des Tages zu sein. Oh, dann machen wir gleich noch mal ein bisschen sauber. Yep. Ah, wunderbar. Und weiter geht's. Das kommt hier hin. Oh, Erdbeeren. Ach, guck. Eine Schoko-Erdbeere. Das heißt, Schoko haben wir schon. Würdest du bitte mitkommen, liebe Erdbeere? Danke. Achso, ich muss erst hier... Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Nee, da lang wollte ich laufen. So, Sie wünschen bitte. Danke. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Mhm. Sehr lecker heute. Alles besonders frisch gebacken. Ja, schmeckt's? Jawohl. Ja, ja. Ein bisschen eine Macke hat sie ja, ne? So, dann machen wir gleich noch eine Schoko-Erdbeere, oder? Immer rennt sie hier durch. Finde ich gut. Ich finde die Musik total schön. Oh nein, die Mittagspause beginnt. Jetzt geht's wieder los. Moment, es geht gleich weiter.
Sie wünschen ein Brot. Ja, das ist eine sehr gute Entscheidung. Können wir schnell machen. Einmal Mehl, danke, da rein. Ich komm, knete schneller. Und wir machen gleich noch einen Brotteig hinterher. So. Warte, erstmal kriegst du deine Bestellung. Bitteschön, dankeschön. Ist doch kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Überall ist hier schon wieder Mehl. Ich sehe es schon kommen. Eier. Ich brauche doch Eier. Noch ein Brot. Uff. Das war knapp. Ich sag euch, man verfällt hier ein kleines bisschen in Panik. So, warten Sie mal. Wir können doch hier mal so einen schönen Kirschkrapfen machen. Mit Mehl und Zucker. Ja, dann brauchen wir schon wieder Holz im Ofen. Ja, ich sehe das. Ja, keine Sorge. Haben wir alles parat. So, Erdbeere dahin. Schoki dahin. Ja. Komm, und dann hauen wir gleich noch eine Kirsche hinterher, während uns im Ofen wahrscheinlich gerade alles anbrennt. Ist doch kein Problem. Ein Kirschkrapfen, guck mal, als hätte ich es gewusst. Bitteschön. Warten Sie da drüben. Moment. Oh Gott, alles voller Mehl. Ich weiß, dass es hier ein neues Minigame geben soll. Ich bin nur mal gespannt. Ja. Oh Gott, ob das gut geht? Ich weiß es nicht. Ah! Komm, pack mal da rein. Brot, Mittagspause ist wahrscheinlich vorbei. Warten Sie. Ja, bitteschön. Eine Erdbeere. Mal gut, dass ich gerade eine Erdbeere gemacht habe. Hilfe! Nehmen Sie hier Teller sauber. Danke. So, pass auf. Da können wir doch jetzt hier mal so einen netten, leckeren Kirschkrapfen machen nochmal. Und ein bisschen Mehl. Yep. Wunderbar. Dann machen wir vielleicht noch ein normales Brot. Puh, du meine Güte. Hier sieht's aus. Mal gut, dass der Kunde hier nicht reingucken kann. Hallo! Schneller! Es ist Abend. Ich hab's versaubeutelt. Ich glaube, das waren zu viele verschiedene Sachen, die ich hier hatte. Warte mal. Gut, dann wird das eingepackt für morgen. Schade. Warten Sie. Sie kriegen Ihr Brot noch ganz frisch aus dem Ofen. So, wunderbar. So, dann machen wir hier gleich noch mal ein bisschen sauber. So, wunderschön. Und wo ist denn, ist das hier denn die Treppe nach oben? Sieht so aus, ne? Sehr gut. Puh, haben wir das wenigstens noch sauber und ordentlich gekriegt. Und dann müsste ich mir schon für den nächsten Tag wieder was anderes überlegen. Junge. Aber dann können wir wenigstens mal in den Skillbaum gucken, wenn der Tag hier zu Ende ist. 41 Taler habe ich nur gemacht. Aber okay, gute Arbeit, sagt unser Geist. Wunderbar. Menü können wir noch machen. Da muss ich gleich noch gucken. Laden. Seht ihr mal, was ich alles schon freigeschaltet habe. Ist es nicht wunderbar? Guck mal, im Schlafzimmer können wir tatsächlich auch Sachen freischalten. Teppiche. Legen Sie ein paar Teppiche um das Schlafzimmer, um es gemütlicher zu machen. Eine Bibliothek. Lesen Sie Bücher von Frau Bonbon und erfahren Sie mehr über Ihre Bäckerei. Ändern Sie Ihr Outfit. Wunderbar. Lichterketten, Gemälde, ein paar Pflanzen. Oh, wunderschön. Vorhänge. Kirschkuchen. Okay. Kissen um das Fenster. Oh, einen süßen Corgi können wir mal adoptieren. Und eine schwarze Katze. Und einen Hasen dann also auch noch. Okay, also das ist dazugekommen. Finde ich sehr gut gemacht. Und ja, wie gesagt, ich könnte jetzt die Hühnchen, habe ich ja. Ich könnte mir jetzt die Kuh im Endeffekt ersparen. Dann hätten wir auch Milchprodukte am Start. Wie gesagt, ich bin ja von damals her noch am Überlegen gewesen, was ich mir gerne noch freischalten möchte. Ja, das mit dem Wasser hatten wir ja hier, ne, mit dem Sprinkler. Und irgendwo, und hier unten gab es ja diese Tierbürste. Verwende eine bessere Bürste und halte deine Tiere den ganzen Tag sauber. Das wäre natürlich eine hervorragende Sache. Das heißt, ich hätte immer Eier. Ne? Hier oben könnte ich einen zweiten Ofen machen, ne? Oder hier halt zwei Stühle und noch einen Tisch dazu. Aber ich glaube,
Ja, ob ich das jetzt so unbedingt brauche? Katzen, ich weiß es nicht, es ist total schwierig. Ich denke, ich würde tatsächlich auf die Bürste sparen, die 165,50, die ich dafür bräuchte. Na, einen Gefrierschrank können wir auch noch machen, da können wir gefrorene Desserts machen. Also ihr seht, ich könnte noch so richtig viel machen, aber ich glaube, als allererstes würde ich wirklich die Tierbürste machen, um mir den eigenen Arbeitsablauf etwas angenehmer zu gestalten. Und dann vielleicht erstmal die Tiere noch grundsätzlich fertig machen. Bin ich mir absolut unsicher. Aber ihr seht, es ist richtig was zu tun. Ich möchte erstmal hier noch ein neues Tagesmenü zusammenstellen. Denn Trinkgeld plus 50% ist gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben die durchschnittliche Backzeit des Gebäcks ist schneller. Und jetzt müssen wir doch erstmal gucken. Wir haben glutenfrei, vegan und Durchschnittspreis. Das ist ganz gut. Das heißt, wir haben kein Gemecker drin, was uns sagen würde, oh, das gab es schon zu oft in den letzten Tagen. Da würde hier nämlich auch noch so ein Button aufploppen. Ich glaube, das wäre eine feine Sache. Ne? Gut, laden. Das hatten wir, ne? Da werde ich also sparen auf die Tierbürste, 165 Taler. Da werde ich ein paar Tage spielen. Und dann sehen wir uns ja, dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn mögt. Ihr Lieben, für diese Folge komme ich also zum Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei gewesen sein. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.